Schaff von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Deutschland geht es gut, den Menschen in Deutschland geht es gut und die Menschen in Deutschland wissen, dass es ihnen gut geht. Die Wirtschaft brummt, der Arbeitsmarkt ist robust, die Steuerquellen sprudeln. Es ist auch schön, dass wir vor diesem Hintergrund die Haushaltsdebatte in dieser Woche sehr entspannt führen können. Und unser Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat zu Recht hier an diesem Rednerpult darauf hingewiesen, dass wir immer noch an der Spitze der Wohlstandspyramide stehen. Und bei aller Kritik, die von der Opposition, teilweise auch aus der SPD, ich frage mich, ob Sie noch in der Koalition sind teilweise, die vorgetragen wurde, frage ich mich, welche Ausgangslage wir heute hätten, wenn Sie an der Regierung wären. Ich kann mich noch sehr gut an einen Bundesfinanzminister erinnern, der 2001 den Etat für 2002 vorgelegt hat und gesagt hat, ich zitiere, der vorliegende Haushalt ist auf Kante genäht, er enthält keine zusätzlichen Reserven. Damals war die Union in der Opposition. Heute ist die Union in der Regierung. Freuen wir uns doch gemeinsam darüber, dass wir heute auch wirtschaftlich besser dastehen als damals. Und meine Damen und Herren, nur um es zu verdeutlichen, allein die Zahlen sprechen für sich. Seit 2010 haben wir ein gesundes Wirtschaftswachstum, zuletzt 1,7%. Und wir gehen auch in dem kommenden Jahr und in 2 Jahren von einem weiteren guten Wachstum aus. Das zeigt auch die Zahl der Erwerbstätigen. Diese ist in diesem Jahr mit 43,5 Millionen auf einem erneuten Rekordhoch. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt weiter. Im August hatten wir die niedrigste Arbeitslosenzahl seit 25 Jahren. Die Reallöhne sind seit 2003 deutlich gestiegen, allein im vergangenen Jahr um 2,4%. Trotzdem bleiben die Preise stabil. Und auch die Renten sind so stark gestiegen wie lange nicht mehr. Zum 1. Juli um über 4% im Westen und um knapp 6% im Osten. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Regierungskoalition von CDU, CSU und SPD hat in den vergangenen Jahren erfolgreiche Arbeit geleistet. Das wollen und das werden wir auch weiter tun, zumindest bis im nächsten Jahr. Wir haben mit einer vorausschauenden und zukunftsorientierten Wachstumspolitik sowie mit vielen ordnungspolitischen notwendigen und sinnvollen Maßnahmen die Finanz- und Wirtschaftskrise gemeistert. Wir haben viele Menschen wieder, andere neu in Arbeit gebracht. Wir haben gerade im Bereich der Arbeitsvermittlung und auch bei der Aktivierung von Langzeitarbeitslosen und bei den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten Erfolg gehabt. Wir haben den Bundeshaushalt konsolidiert und das ohne Steuererhöhungen. Diese Bilanz kann sich sehen lassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, seit 2014 geben wir nur so viel Geld aus, wie wir einnehmen. Standen in 2013 Ausgaben von 307,8 Milliarden Euro, Einnahmen von lediglich 285,7 Milliarden Euro gegenüber, waren Einnahmen und Ausgaben 2014 mit 295,5 Milliarden Euro deckungsgleich. Auch 2015 und 2016 sind Einnahmen und Ausgaben deckungsgleich. Und im nächsten Jahr soll es eine weitere Steigerung auf 328,7 Milliarden Euro geben. Sie sehen, meine Damen und Herren, dass wir uns Spielräume erarbeitet haben, die wir nutzen können und natürlich auch nutzen werden. Und weil das so ist, können wir darüber beraten, wofür wir das Geld ausgeben werden. Dieser Haushalt ist nicht auf Kante genäht. Wir haben zusätzliche Reserven. Und mein spezieller Dank gilt an dieser Stelle natürlich unserem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der es mit einer enormen Energieleistung geschafft hat, den jahrzehntelang chronisch unterfinanzierten Bundeshaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Und zudem, meine Damen und Herren, ist sich die Koalition ihrer sozialen Verantwortung bewusst. Die Entwicklung der Sozialausgaben im Bundeshaushalt zeigen dies deutlich. Lagen diese in 2014 noch bei 148,8 Milliarden Euro, sollen sie in 2017 auf 171 Milliarden Euro steigen. Das sind 22,2 Milliarden mehr als vor 4 Jahren. Und allein im Bereich des Einzelplans 11, dem Haushalt für Arbeit und Soziales, sind für das kommende Jahr 138,6 Milliarden Euro vorgesehen. Wir gemeinsam in der Koalition haben viele Gesetze auf den Weg gebracht. Beispielsweise das Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie, das Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes, das Gesetz zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts, um nur einige Beispiele zu nennen. Das ist erfolgreiche Arbeit unserer Koalition, und das muss man hier auch einmal deutlich sagen. Und, meine Damen und Herren, dieser Koalition aus CDU, CSU und SPD liegt auch eine gute Finanzausstattung der Länder und Kommunen am Herzen. Und da wir wissen, dass die Kommunen Träger vieler sozialer Leistungen sind und teilweise mit steigenden Sozialkosten kämpfen müssen, haben wir einige dieser Leistungen teilweise oder komplett übernommen. An dieser Stelle möchte ich nur an den Ausbau der Zuschüsse zu Kindertagesstätten, an die Eingliederungshilfe, die Neuregelung der Kosten für Unterkunft und Heizung erinnern. Zudem haben wir durch die komplette Übernahme der Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die Kommunen massiv entlastet. Das alles waren Schritte, die den Kommunen wieder mehr Gestaltungsspielräume eröffnen. Diese waren wichtig und richtig, führen aber natürlich logischerweise dann auch dazu, dass wir massive Erhöhungen in den Sozialausgaben des Bundes haben. Das muss man vor allem dann wissen, wenn man über steigende Sozialausgaben im Bundesetat spricht. Meine Damen und Herren, über die Folgen der massiven Zuwanderung im vergangenen Jahr ist hier schon viel gesagt worden. Da hilft nun auch kein Jammern und kein Klagen und kein Zündeln. Die Menschen sind da. Für mich ist völlig klar, dass die Integration der Menschen, die bei uns bleiben dürfen, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die nicht zulasten der Arbeitslosen und der Schwächsten in unserer Gesellschaft gehen darf. Flüchtlinge, die voraussichtlich im Land bleiben dürfen, sollen wir aber so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt integrieren. Das verbessert übrigens auch die gesellschaftliche Eingliederung. Denn mit der erfolgreichen Arbeitsvermittlung steht und fällt das Schicksal dieser Menschen. Wir wissen, es ist derzeit viele Ängste gibt. Die Bevölkerung macht sich Sorgen, und diese Sorgen nehmen wir uns ernst. Und davon ist eine Sorge, dass Zuwanderer die deutschen Arbeitnehmer verdrängen. Ich habe auf die derzeit positive Situation am Arbeitsmarkt schon hingewiesen. Wir haben die geringsten Arbeitslosenzahlen seit der Wiedervereinigung. Viele Betriebe suchen händeringend geeignete Bewerber und brauchen immer länger, um freie Stellen zu besetzen. Das Schlagwort Fachkräftemangel macht uns schon länger die Runde, und auch die Kollegen Schieberling und Andreas Mattfeld haben heute darauf hingewiesen. Zudem, das ist in der Tat so, ja. Zudem, aufgrund der demografischen Entwicklung, sinkt die Zahl der potenziell Erwerbstätigen zukünftig weiter. Bislang konnten wir das teilweise durch die höhere Erwerbstätigkeit von Frauen und Älteren oder vor allem durch Zuwanderung aus anderen EU-Ländern ausgleichen. Wir besetzen zudem auch weniger attraktive Arbeitsplätze mit Zuwanderern. Und so können wir feststellen, dass auch Personen mit einer Staatsbürgerschaft aus den nicht-europäischen Asylherkunftsländern zuletzt von der guten Arbeitsmarktsituation profitieren konnten. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus nicht-europäischen Asylherkunftsländern haben sich von Mai 2015 zu Mai 2016 um 31% erhöht. Unter den aus Syrien stammenden Menschen sogar um 71%. Und dann muss man ehrlichkeitshalber aber schon auch noch sagen, dass geringe Sprachkenntnisse oder oft fehlende formale Berufsabschlüsse eine schnelle Integration erschweren.
Das wurde auch in der Debatte schon mehrfach angesprochen. Und genau, meine Damen und Herren, da müssen wir ansetzen. In meinem Wahlkreis gibt es eine Jugendhilfeeinrichtung, die junge Flüchtlingen eine neue Heimat bietet. Dort können sie gemeinsam mit anderen jungen Menschen einen Schulabschluss sowie Ausbildung zum Maler, Tischler, Lackierer oder Schlosser machen. Und bei meinem Besuch dort wurde mir von den jungen Menschen berichtet, dass sie gegenseitig von dem gemeinsamen Lernen profitieren. Dieses Beispiel zeigt, dass diese Herkulesaufgabe gelingen kann. Es zeigt aber auch, dass noch große Anstrengungen vor uns liegen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass mit dem vorliegenden Bundeshaushalt die Bundesregierung eine gute Grundlage geliefert hat, die wir diskutieren können. Und ich bin mir sicher, dass wir im Kreis der Kolleginnen und Kollegen daraus noch einen besseren Entwurf für 2017 machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin.